Hey und willkommen, neue Baufolge zu meinem Modern Hospital. Ich bin Daniel von SimFancy. Heute geht's weiter. Ja, wir bauen heute weiter, aber zuallererst gucken wir uns eure Zimmer an, denn ihr habt einen Röntgenraum eingerichtet. Letztes Mal habe ich dazu aufgerufen. Vielen lieben Dank an alle, die mitgemacht haben. Doch jetzt erstmal Daumen hoch, dann geht's auch schon los. Dankeschön. So, ja, hier dieser Raum, der ist euer Raum. Ich fliege noch mal ganz kurz drüber über unser Krankenhaus, die letzten 10 Folgen. Da war schon einiges los. Vielen lieben Dank auch noch mal für eure Kommentare. Und ja, jetzt geht's los. Erstmal mit euren Kreationen. Hier seht ihr noch mal meine Kreation bisher. Und das ist hier dieser Röntgenraum. Dazu geben wir erstmal den Cheat ein bb.enableFreeBuild. Ich bin ja ganz normal mit meinem Sim hier auf dem Grundstück, weil der arbeitet hier und da kommt man auch nur aufs Grundstück, auf die Art und Weise, sonst eben nicht. Und mit dem Cheat kann man hier auch bauen und so machen wir das, genau. So, jetzt gehen wir in den Baumodus und dann gehen wir in die Galerie und ich habe das schon mal eingegeben, ich habe schon mal gespiegelt, was ihr erstellt habt. Wenn es hier reagieren würde mit der Galerie, die ist immer ein bisschen träge immer, ne? Auf jeden Fall gibt es Zimmer und ich habe hier auch mal den Haken rein, Benutzer definiert nur zur Sicherheit, damit das hier neu geladen wird. Ja, wir gucken mal rein. Pixelkritzel. Am meisten Downloads. Ja, wir gucken mal den ersten an. Jetzt gucken wir uns das mal an, dass wir das hier so platzieren. Ja, ich glaube, es ist richtig rum, damit das hier reinpasst. Das Coole ist, ich suche mir einen Raum aus für das Krankenhaus, aber ihr könnt natürlich auch selbst den Raum frei auswählen, denn in der Galerie gibt es ja einige. Und ihr seid da komplett frei, weil es auch immer so eine persönliche Entscheidung natürlich, ne, was man da nimmt. Finde ich schon mal sehr cool. Relativ schlicht. Aber auf jeden Fall alles Nötige dabei, auch hier in der Ecke, ne? Und hier zum Abstand der Röntgenapparat. Und da nochmal so ein Waschbecken. Finde ich sehr süß gemacht, sehr schnucklig. Danke dir. Guck mal weiter, was haben wir denn noch? Und zwar, das ist meiner. Was hast du denn gemacht? Lela Sims World. Gucken wir auch mal rein hier. Bin ich mal gespannt hier. Finde ich schon mal sehr gut. Ihr habt die Raumhöhe richtig gemacht. Oh, das ist auch cool. Mit so einem abgetrennten Bereich. Hier mit so Scheiben und so. Hier dann noch der Monitor. Und da dann so ein bisschen Wartebereich. Oh, auch sehr schnucklig hier mit der Theke gemacht hier. Sehr schön, Mensch. Das finde ich auch richtig gut. Oh, Leute, das wird wieder schwierig. Was soll ich denn da wieder einen auswählen, Mensch? Auch sehr witzig, dass ihr ein paar Objekte von mir auch übernommen habt. Wir gucken mal Mitzi tanzt an. Beziehungsweise ihren Raum. Oder seinen Raum, wahrscheinlich ihren. Ich weiß es nicht. Okay, oh, ja, so ein bisschen düster, genau. Oh, und hier ist aber, oh, das ist aber hier Luxus, hier pur mit Beratungsgespräch, Tisch und hier dann noch so eine kleine Warteecke, genau, Garderobe. Voll gut. Okay, oh, das wird echt schwierig, Mensch, Leute, wie soll ich denn da wieder einen auswählen? Hier Nitzka, natürlich auch dabei hier. Oh, das ist auch, ich sehe schon hier mit den. Ich mag das ja, wenn das so ein bisschen leuchtet hier auch. Das habe ich gerade schon hier gesehen hier. Oh ja, das ist gut. Das ist auch cool. Ach ja. Auch schön hell. Hier dann alles, was man braucht. Hier auch eine gute Idee hier mit diesen Mittelchen da, ne? Und dann auch noch, also finde ich auch sehr schön detailliert. Hier ist auch sehr toll mit dem Grün hier auch, so ein bisschen als Sichtschutz. Da dann die Uhr und hier dann dieser Bereich hier auch mit dem Boden da gemacht. Das ist auch eine coole Idee. Mensch, Leute, ihr habt echt super Ideen hier. Ich glaube, ich muss euch öfter mal wieder ranlassen hier auch. Selina, ja, wir gucken auch deinen an. Was haben wir denn da? Jetzt bin ich gespannt hier. Oh, das ist auch cool. Ja, hier auch mit abgetrennten Bereich, ne? Ist ja oft so auch wegen der Strahlung und so. Das ist ja das. Und da haben wir dann, oh, ist auch schön gemacht hier. Oh ja, ist auch schön. Auch richtig schön hier. Richtig schön. Doch, das gefällt mir auch voll gut. Oh je, das wird kritisch hier. Das wird kritisch. Ich glaube, ihr müsst am Ende euren Favorite raussuchen hier. Wow, ganz in Holz und in hell. Das ist ja mal auch was hier. Oh ja, das ist auch cool. Das ist auch nicht schlecht hier. Auch wieder mit abgetrennt hier. Ich glaube, das wird der neue Trend hier. Abtrennung. Aber auch richtig schön gemacht, wirklich mal, wirklich schön. Auch sehr warm, sehr, sehr warm. Ne? Das Krankenhaus sah ja so ein bisschen Privatklinik-Style auch an. Okay, wir gucken mal weiter. Die Galerie spackt wieder, es hat keine Ergebnisse. Ja, gibt es da wohl nicht hier. Come on. Guck
Come on, come on. Ich hoffe, ich kann mir das merken, welche ich da jetzt schon mal präferieren würde. Das gucken wir uns aber erstmal alle an und dann entscheiden wir das. Oh, das ist auch sehr... Oh, das ist auch gut hier. Ja, okay, okay. Also hier muss man auch immer, ne, zur Erklärung, man kann nur einen Raum hochladen, ne, und dann müsst ihr die Wände zuziehen, wenn ihr das euch runterladet, damit das eben ne, funktioniert. Sonst müsste man drei einzelne Räume hochladen. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber so funktioniert das auch sehr gut. Auch sehr schön. Das gefällt mir auch richtig gut. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Oh Leute, oh Leute, oh Leute, hier, super, hier, wirklich super, hier, richtig gut. Auch sehr inspirierend finde ich das wieder. Tienchen Sim, durchleuchtet, okay, okay, ah, hier auch wieder schön abgetrennt. Komm mal rein hier, genau, bisschen Farbe an die Wand. Ja, ah, das ist auch nicht schlecht hier, ja, gleich der, so ein bisschen mit Sims-Witz, ne, mit diesem Skelett. Kann man es gleich zeigen, ah, finde ich auch gut, finde ich auch gut. Hat was, hat was. Schön verkleidet hier auch. Metall ist, glaube ich, nicht so ideal, aber wir sind ja ein Sims, ne? Ich glaube, jetzt hatten wir den hier, Super Hakasi. Hey. Sehr schön. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Von dir erwarte ich ja immer schon viel. Oh ja, das ist auch eine schöne Idee, das zu beleuchten hier. Krass, okay. Dann haben wir hier die Tür. Die ist irgendwie zu. Warum auch immer. Wahrscheinlich wegen mir. Habe ich die Tür verschoben. Und da haben wir dann... Oh ja, das ist auch gut. Ist auch sehr schick. Hier schön mit Umkleidekabine hier auch. Oh, toll, ne? Da muss man auch zuziehen. Voll gut. Das wird schwierig, Leute. Das wird richtig schwierig. Wie soll ich da jemanden auswählen hier? Gefällt mir auch ganz gut, weil der ist eher dunkel zum Vergleich zum anderen, jetzt zu dem hellen. Aber das hat was. Ein Kinder hier oder was hier? Das ist ja mal auch was. Jetzt müssen wir den drehen und gucken, dass das richtig rum ist in der Hoffnung. Ja, das Fenster ist immer so ein guter Indikator. Ach, das ist ja mal was. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. So ein bisschen kindgerecht. Auf jeden Fall toll. Also wenn man das drin haben möchte, gerne, gerne. Hier, das ist auch süß. Gehen wir mal mit dem Computer hier mit den... Fühlt man sich ja wie bei den Teletubbies hier, oder? Sehr schön auch. Mensch, was ihr für Ideen habt. Tolle Idee. Auch auf jeden Fall ein Ausreißer. Sehr cool. Grinch, ich habe gelesen, du bist selber... warst du nicht selber auch im OP irgendwie mal beschäftigt oder so? Im Röntgen? Voll gut. Voll gut. Auch hier wieder mit den Lampen, das finde ich ja so witzig. Sehr cool, dass ihr das aufgreift auch. Finde ich auch sehr schön. Das haben wir nämlich hier auch bei den anderen. Ist auch wieder so ein Sims-Ding irgendwie. Ja, ja, nice. Ja, nice, ja, nice. Hier auch wieder, ne, mit so einer kleinen Umkleide-Ecke. Kommt man rein. Hier den Tisch dann auch noch. Oh, das ist auch toll. Leute, wie soll ich denn da einen auswählen? Ist halt ein bisschen gemein. Ihr könnt mal alle den Daumen nach oben drücken, so aus Beileid dieses Mal. Bitte, danke. Hinkepink, hey. Jetzt wird's ja spannend auch wieder. Wow, da ist ja alles hier. Da ist ja alles hier. Wow. Wow, wow, wow. Ach, Mensch. Ich kann ja keinen auswählen, Mensch. Das geht ja nicht. Soll ich das denn machen? Hier auch schön die Umkleide. Hier hat man noch dieses Laufband extra. Und hier einen Röntgenraum mit der Untersuchung. Und dann auch gleich hier. Oh, toll gemacht. Mensch, Mensch, Mensch. Schön. SC Mochi. Wir gucken da eins an. Jetzt kommen wir mal rein. Oh, das ist auch sehr cool. Oh, mit dem Holz, auch mit dem hellen Holz hast du auch aufgegriffen. Ja, das ist gut, das ist gut. Das finde ich sehr gut. Ist jetzt umgedreht, ich weiß, ne? Aber ist mal egal, weil wir gucken uns das an. Ich mache es gleich rückgängig, aber wir müssen den nachher dann umdrehen. Cool, voll schön auch. Wow, richtig detailliert, auch schön mit den hohen Schränken und so. Mann, 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 ihr macht das ja richtig, richtig toll, Leute, Mensch. Maggie D-Mac. Gucken wir auch rein, gucken wir auch rein. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt hier auch wieder. Oh ja. Oh, das ist auch schön gemacht. Hier dann der Durchgang. Umkleide. Röntgenbereich. Und dann hat man hinten hier noch das Wartebereichzimmer hier. Oder Analysegespräch, wie auch immer. Finde ich auch schnucklig, Mensch. Richtig schön. Auch mit dem Kreislauf hier. Müssen wir fast eine zweite Tür reinbauen. Voll gut. Jetzt kommt wieder nichts. Ach, Galerie, bitte mach mir nicht hier. Mach mir nicht hier Stress. Manchmal ist die schon komisch, ne?
Schon komisch. Okay, dann waren wir hier. Die last but not least, die vorletzte, but not vorletzte least. Gucken wir auch mal rein. Oh, schön gemacht hier. Schön gemacht. Wow. Boah, Leute, jetzt aber mal hier. Das hätte ich nicht erwartet. Da kommen ja richtig gute Sachen bei rum, Mensch. Also voll toll. Auch vielen lieben Dank dir. Und jetzt aber die letzte im Bunde hier, Nadine. Gucken wir mal rein. Das sieht wieder ein bisschen dunkler aus. Mal gespannt. Oh ja. Oh ja, ist auch nicht schlecht hier. Mensch. Gefällt mir auch mit dem Licht und so. Das ist auch cool. Hier auch die Umkleide. Voll schön mit dem Vorhang sogar so zum Verschieben. Voll gut. Leute, was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ich muss nochmal kurz in mich gehen auch. Also ich fand den zweiten da schon mal ganz cool. Ah, ist echt schwierig, Mensch, Leute. Das ist richtig schwierig. Ah, Leute. Was mache ich denn jetzt? Das ist ja mal wirklich jetzt kritisch. Da kann ich nur falsch machen, ne? Das kann ich nur falsch machen. Das ist voll gemein, Mensch. Das ist richtig gemein. Wie kann ich das denn jetzt entscheiden hier? Das ist unglaublich. Unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Ich weiß es nicht. Jeder hat sowas für sich irgendwie, ne? Das ist echt, echt kritisch. Das ist wirklich kritisch. Ich würde mal sagen, ich hing, glaube ich, an dem ganz gern. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, das war der mit dem Durchgang hier mit der Umkleide. Den fand ich, glaube ich, am besten. Und den nehme ich jetzt auch. Wie gesagt, ist eine persönliche Meinung. Ihr könnt das ändern. Jederzeit, dafür ist die Galeria da. Und wir machen das jetzt mal hier zu. Und da entfernen ein paar Sachen. Dann machen wir Move Objects an. www.move Objects. Und dann probieren wir es nochmal in der Hoffnung, dass er nichts mit uns entfernt. Ja, sehr gut. Muss einmal aufpassen. Ich gucke mal auf die Blumen da auch. Die leuchten dann auch manchmal hier wieder. Also so ist das, glaube ich, gedacht, ne? Dass man das hier so zumacht. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, nochmal die Tapete ändern, weil die hat das Spiel hier falsch interpretiert. Also das finde ich ja echt mal toll. Auch hier, dass man hier so überwachen kann, ne? Dann hat man hier die Tür natürlich zum Reingehen und hier dann die Umkleide und dann kann man da auch nochmal. Finde ich voll gut. Das mit dem Tisch fand ich auch sehr schnucklig. Und natürlich das Gameplay-Objekt, ne, das hat auch genug Platz, dass man es auch erreichen kann. Also es ist auch nicht zugestellt. Und hier diese süße Ecke da am Rand in dieser Nische auch so eingelassen. Das war für mich so ein ausschlaggebender Punkt, genau. Hier das Waschbecken finde ich voll schön, auch mit diesem Hinweis, ne, wasch die Hände. Hoch die Hände, wasch die Hände. Und hier so ein bisschen kramsmäßig, ne. Also finde ich, jetzt ist mein Favorite hier. Ja, hätte ich euch mal das mitgegeben, dann wäre da hinten wahrscheinlich die Umkleide gewesen, ne? Das ist eigentlich nur Deko hier. Aber finde ich sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die mitgemacht haben. Es kann leider nur einen geben. Aber ihr könnt es, wie gesagt, austauschen. So, dann machen wir auch direkt weiter. Ich mache nämlich jetzt auch weiter. Heute nicht mit dem Röntgenraum, das ist nämlich meiner hier. Leider passt der eine nicht in den anderen, der ist ein bisschen kleiner hier. Aber ich mache weiter und zwar mit unserem... genau, ihr habt noch ein paar Kommentare, das muss ich auch noch hier schreiben. Beachten meine ich. Und zwar haben wir brauchen nämlich noch Zeitschriften. Ja, das war ein paar Mal in den Kommentaren drin. Müssen wir mal gucken, ob wir die finden. Ich glaube, wir brauchen auch noch einen Tisch, ne? Zeitschriften. Ah, das ist das kleine. Oh, das passt ganz gut. Da brauchen wir gar keinen Tisch. Dann können wir das hier so hin stellen. Oder? Das finde ich gar nicht so schlecht. Genau, so Zeitschriften. Dings hier noch. Das kann man noch hier reinstellen in den Flur. Ist zwar nicht das modernste Ding, aber ja, komm, ne? Ist doch okay. Würde ich mal sagen. Finde ich ganz gut. Macht auf jeden Fall was her. Ich weiß noch nicht, ob wir das so rum oder so rum, aber ich glaube, ich würde es eher so an die Wand stellen. Ne, das ist, glaube ich, besser irgendwie. Ja, machen wir das mal so. Sehr schön. Das ist doch mal was. Oder nehmen wir die modernen. Es gibt ja auch welche in... Das sind eher Magazine. Magazine gibt es auch noch, ne? Und diese Ständer gibt es auch noch. Die haben wir, glaube ich, auch hier draußen schon, ne? Ja, da im Flur haben wir die auch schon. Die kann man da vielleicht auch nochmal hinstellen. Da finde ich die sogar ein bisschen besser. Weil die einen sind mir dann doch ein Stück weit zu rustikal. Stellen die das hier vor die... Vor die Dings hier, wo man sich hier... Ja, das finde ich, glaube ich, hier besser. Machen wir das hier weg. Und nehmen hier nochmal so eins dann auch, oder? Das geht noch unter das Bild hier. Muss. Dann machen wir das ein bisschen rüber hier. Oder machen wir das rechts ran.
Eigentlich hätte ich es gerne beim Türgriff. Ja, dass hier noch ein bisschen Luft ist, genau, machen wir das mal so und machen wir das hier rüber. Dann haben wir da wenigstens hier so eine Kante und hier ist dann so ein bisschen mehr noch. Genau, machen wir das hier auch. Das ist wieder so, ne, wie man es macht, ist falsch, aber gut. Hier würde ich es in die Mitte lassen, auch über dem Dings. Genau, machen wir das doch so und genau, hier machen wir dann doch auch nochmal eins. Habe ich mir jetzt umentschieden hier. Ja, so ein Tisch ist immer so ein bisschen schwierig im Gang, aber das so am Rand in diese Nischen passt das, glaube ich, ganz gut rein. Dann haben wir die Fressautomaten-Ecke hier auch. Da haben wir auch noch eine andere Tapete. Ich glaube, die würde ich auch mal... Ist das eine weiße? Ist ja komisch. Das ist immer echt komisch, oder? Ist das so grün? Leuchtet das hier so rein mit dem Licht? Und das nicht grün? Komisches Spiel. Okay. Dann, ja genau, müssen wir mal gucken, was mache ich denn heute? Also ich habe mir überlegt eigentlich, dass wir ein bisschen länger brauchen mit dem Röntgenraum. Deswegen habe ich für dieses Mal gar keinen Plan irgendwie oder mir nicht vorher überlegt, was machen wir denn? Hier haben wir den Analyseraum. Dann machen wir mal hier weiter, ne? Dann gehen wir mal hier so rum, dann haben wir mal den hinteren Teil. Ach nee, hier haben wir auch noch einen Raum, ne? Dann lasst uns den mal angehen, weil davon haben wir auch noch zwei. Dann machen wir hier mal weiter, weil hier haben wir ja schon unseren Stil. Hier habe ich auch so ein bisschen eine abgefahrene Tapete genommen, weil ich finde das irgendwie ganz witzig. Und jetzt lasst uns hier mal gucken, was wir schon haben. Da haben wir diese Nische mit dem Schreibtisch. Dann würde ich das mal so machen. Da hätte ich dann auch gern was geklaut. Und zwar diese Schränkchen hier, die mich angelächelt. Finde ich ganz nice. Also die können wir auf jeden Fall mal reinsetzen, weil das sind auch so ein bisschen so wie so Aktenschränke, ne? So ein bisschen. Und das passt hier ganz gut in die Nische auch, ne? Lass uns das mal so machen. Den Tisch würde ich aber ändern, weil der ist ein bisschen arg clean, denn der passt zum OP. Hier hätte ich dann eher so einen dann gerne. Wobei das ja gar kein Schreibtisch ist, merke ich gerade. Da müssen wir mal gucken. Weil ein Schreibtisch ist natürlich auch wichtig. Denn man hat ja diese Aufgaben auch, die man erledigen muss während dem Gameplay, während des Gameplays. Korrekter deutscherweise, oder? Und ich bin kein Grammatikfanatiker oder wie das heißt. Auf jeden Fall. das wieder mit Gelb. Hier, wieso gibt es da nicht einen neutralen Stuhl? Das habe ich schon immer irgendwie bemängelt. Hier, dann gibt es nur mit Gelb. Hier, dann nehmen wir trotzdem den. Ja, mit dem Holz ist halt hier. Aber hier ist eh so ein bisschen auch wieder, ne? Ist weniger. Weniger clean der Raum, würde ich jetzt mal sagen, desto mittel. Desto mittel. Das natürlich geht es um Dinge, aber das ist jetzt nicht so, dass der steril sein muss oder so. Okay, da muss man laufen und dann die Entfernung hier abmessen oder was. Ich würde den, glaube ich, auch so rum reinstellen, dass das hier so ein bisschen, weil das passt so gut in die Nische hier rein irgendwie. Und dann machen wir das so, dass der in die Mitte auf jeden Fall mal kommt. Jetzt gucken wir mal, wie viel Platz, das braucht ja gar nicht so viel Platz. Dann können wir den vielleicht auch so hinstellen und das dann hier so rum. Ja, das ist ja das normale Laufband, gibt es auch im Originalkrankenhaus. Den Putzbot, den können wir da hinten lassen, wenn man will. Oder hier in die Ecke auch, ist auch okay. Putzroboter und das würde ich dann gerne. Also hier läuft der, ja, eigentlich muss der da nicht beleuchtet werden, oder? Muss der da beleuchtet werden beim Laufen? Eigentlich nicht, ne? Nee, würde ich sagen, nee, machen wir nicht. Machen wir das mal so. Und dann machen wir das mal so. Und dann könnte man, das ist vielleicht noch ganz witzig, aber dazu müsste man es dann doch umdrehen. Das wäre vielleicht noch ganz witzig, weil wenn man das, mir kommt gerade eine Idee. Und zwar haben wir ja in, ich weiß nicht, wo das drin ist, in der Kategorie. Aber wir haben das in Werde berühmt. Und jetzt dürft ihr mal raten, was ich meine, bis ich es gefunden habe. Ein Objekt für die Wand, also nicht für die Wand, aber an der Wand. Eigentlich ist es eine Wand. Jetzt wird's spannend. Und zwar diese... Wo ist denn die, Mensch? Wo ist denn die? Das könnte was werden, ich weiß es nicht. Das ist immer ein bisschen kritisch, weil das relativ niedrig ist, das Objekt. Oder war das aus... War das nicht aus? Doch, das war aus Werde berühmt. Das war doch dieser... Oder bin ich jetzt... Nee, das war dann aus dem Ding. War das aus dem Moschino? Jetzt habe ich was Falsches gesagt. Das war aus dem Moschino dann. Das war aus dem Moschino. Genau, das hier nämlich. Und das ist eine Wand, eine LED-Wand. Und da kann man, für alle, die es nicht kennen, ne, ist auch ein Accessoires-Pack, was jetzt nicht so die meisten anspricht, wenn wir haben. Und es geht sogar auf. Ach, sehr gut. Das war jetzt meine größte
Bange hier. Man kann ja auch noch ein bisschen an die Wand reinstellen, aber da muss man es manuell stellen. Ich denke, so ist auch okay. Und zwar geht es hier drum, dass man hier ein Hintergrundbild und da gibt es auch so eine Waldlandschaft. Wald, lichtdurchfluteter Wald, was ich sehr schön finde. Und das Tolle ist, das ist seamless, also das hat keine Naht hier dazwischen, wie sagt man auf Deutsch. Und es bewegt sich so ein bisschen. Also es könnte wie so eine Simulation sein, dass man hier durch den Wald läuft und so ein bisschen. Und dann wie so ein, ist ja ein modernes Krankenhaus, ne? Wir haben die neueste Technik hier. Da läuft man nicht nur so irgendwie, guckt an die Wand, sondern man läuft hier wie so ein Computerspiel. Und ich lasse hier ein bisschen Space, damit die hier nämlich, ja, auch drumrum latschen können und so, damit das hier nicht blockiert. Ich weiß nicht, ob die da hingehen an den Rechner. Ist ein bisschen knapp bemessen, wenn man die grünen Dinger da an... guckt, aber ich denke, so passt das. So müsste das eigentlich funktionieren. Da kann ich noch, wie gesagt, ein bisschen zurück und dann muss man es manuell verschieben und die sind halt so, die sind halt so schön rahmenlos, also so nahtlos und wenn man da jetzt manuell verschiebt, dann muss man wirklich das die Naht auch wieder treffen, ne? Alt gedrückt halten, ne? Wisst ihr Bescheid? Hier natürlich der wichtigste Trick beim Bauen überhaupt eigentlich. Alt gedrückt halten. Sonst haben wir hier Spaltmaße gleich wie bei Tesla. Das wollen wir natürlich nicht. Aber so sieht es doch gut aus. Ja, so sieht es doch gut aus. Gut, finde ich doch schön. Das ist doch toll, ne? Man kann natürlich auch rausgucken. Hier ist ganz schön das Zimmer. Und hier kann man dann die Sachen auswerten. Machen wir hier einen Computer rein. Und hier hätte ich gesagt, machen wir dann diese... ja, diese Testdinger da auch noch hin. Klar, das ist jetzt eher Optiker und weniger Cardio-Fitness. Oder wie man das nennt hier. Aber das ist da, glaube ich, auch ganz passend. Hier drin in dem Raum, Untersuchungsraum. Und da geht es jetzt eher so um Kreislauf, Herz und sowas, ne? Ausdauer, vielleicht Lungen oder irgendwie sowas, ne? Dass man da rausfindet, Lungenaktivität oder so ein bisschen was. Und dann würde ich dann auch so machen, dass wir das hier, ich bin jetzt ein bisschen überlegen, weil eigentlich wollte ich da auch noch eine Sitzgruppe reinstellen. Das ist nicht so der Idealfall. Dann könnten wir das vielleicht auch so machen. Wobei der eigentlich in den Raum reingucken sollte, der Arzt oder so. Aber wir machen das trotzdem mal so, dass sie da rein. Und dann ist hier nämlich die Nische, wo die dann gucken müssen. Stellen Sie sich bitte ran. Jetzt haben wir da die schönen Aktendinger und brauchen die gar nicht. Machen wir nämlich hier die Sitzgruppe, machen wir hier die Aktendinger rein. Okay, aber nicht in den OP verschwinden. Dann kriegt der Putzbot hier auch seine Ecke hier dafür. Genau, machen wir das mal so. Darf mal ein bisschen rüber, nicht so weit. Hier hüpfen da immer gleich so weit, diese Schränkchen-Dinger. Das heißt, erstmal die grobe Aufteilung hier machen. Und dann kann man hier nämlich rein. Und hier würde ich auch sagen, dass man... hier nochmal, oder machen wir hier die Garderobe, ja, dann machen wir die Akten da weg, okay. Garderobe ist besser. Aber auch da nehme ich, glaube ich, eher dann, in der Putzbar habe ich keinen Platz mehr, Mensch. Hier würde ich dann eher, da könnten wir dann noch so einen Stuhl oder so auch hinstellen. Dass die da so ein bisschen die Klamotten ablegen können und rein, ne? Jetzt haben wir da aber einen anderen Schrank als sonst. Letztes Ding. Ich würde hier auch, glaube ich, eher diesen Boden nehmen. Oder den wir in Dings hier haben, dieser Dielenboden. Der ist auch ganz gemütlich. Dann sieht das ein bisschen freudiger aus hier. Ein bisschen fröhlicher, ne? Okay, und dann kann man hier nochmal diesen C-Test machen. Auch hier würde ich sagen, machen wir die mal so. Und dann kann man eine Markierung auf den Boden machen. Da würde ich jetzt die nehmen aus dem, da gibt es glaube ich, wo ist das hier, bei Pooldeko? Genau, diese Leuchtleisten hier, ne, dass die da hinstehen müssen. Und dann dürfen die nicht die Linie übertreten oder so irgendwie. Und dann sagt man hier, stell dich da hin, Mensch. Sim, Mensch. Sollen wir zwei übers Eck machen, würde natürlich auch gehen, so ein bisschen. Ist auch nicht schlecht, ne, ist auch nicht schlecht. Ja, auch nicht schlecht hier. Nicht weiter nach rechts gehen hier, ja? Wir müssen da drin stehen bleiben. Finde ich eigentlich ganz witzig. Und hier kann dann der Arzt sitzen oder so und sagen, ja, hallo hier, was machst du denn da? Jetzt packe ich das hier da hinten rein. Das ist nochmal so zur Unterstützung.
Und dann würde ich sagen, machen wir das so. Das finde ich ganz witzig. Das finde ich ganz gut. Können wir hier auch nochmal die Lampe reinsetzen, dass die auch was sehen hier. So, und hier wird dann untersucht. Und da machen wir jetzt noch eine Sitzecke rein. Und da würde ich auch wieder die schnuggelischen Sessel nehmen, die wir ja hier im Dauerbetrieb haben. Oder im ist mir die Frage, ne? Da kann er seinen Stuhl nehmen und hier rüber sitzen, wenn die reinkommen. Wenn die dann hier, dann sitzt er hier und guckt zu. Ja. Würde ich mal so machen. Man kann es auch vielleicht so machen, dass das hier in dem Eingang irgendwie so assistenzmäßig irgendwie. Und dass man hier mehr so sich sitzt, Dinger. Aber das ist auch irgendwie komisch, ne? Nee. Anders hat es mir besser gefallen. So. Alright, alright, alright. It's okay, it's alright. Ja, dann machen wir hier auch den Putzbord raus. Der kommt in unseren Flur, wenn er da noch Platz hat. Kann man den unter den Dings hier stellen? Der kommt neben dem Mülleimer. Der Mülleimer, der wird hier kerzengerade hingestellt. Hier hin, hier hin. Hier hin wird der Mülleimer. Ah, zack. Zack, hier, komm jetzt. Ja, so, und du passt da rein, bitte. Danke, danke schön. So, dass hier nochmal der Mülleimer ist. Der Putzbot ist der Vorbereitungsraum für den OP. Okay. Jetzt haben wir das auch. Dann würde ich hier auch nochmal mehr. Wir haben ja das gleiche Möbel hier überall. Haben wir so einen hohen Tisch, ne? Ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Man könnte den hier noch mit reinnehmen. Der wäre, glaube ich, auch ganz gut. Jetzt, wenn wir den lieber hier hinpacken dann. Ich bin so unentschlossen, ob ich diesen Schreibtisch da haben will. Ich dachte mir, man macht da einen Computer hin, aber irgendwie ist das halt nicht so ideal. Ich hätte gern hier eigentlich noch was, aber ich bin ja ein bisschen kritisch mit dem, dass die da rankommen. Das ist so mal ein bisschen mein Problem. Ich habe da mal ein bisschen Angst, dass die da nicht rankommen, aber eigentlich müsste auch so gehen, ne? Machen wir das nämlich so, dann ist das mehr in der Nische drin. Ja, bei dem Fitness machen wir keine Gedanken. Hier müssen wir testen dann einfach. Okay, dann haben wir das auch. Dann machen wir nämlich hier so ein... Ja, das braucht man halt jetzt auch alles, ne? Deswegen suche ich das jetzt mir nicht nochmal neu raus. Ich würde den Stuhl dann wegmachen, weil die haben ja die Sessel jetzt. Und dann machen wir das so, dass wir hier nochmal ein bisschen das Abhörbesteck hier reinmachen. Und die Akten brauchen wir auch nochmal hier auf dem Tisch. Da können wir dann vielleicht auch nochmal eine andere Farbe nehmen. Das ist auch in Gelb. Dann haben wir jetzt so ein bisschen was Gelbes. Also ich denke mal, die Aufteilung ist da ganz gut. Das kann man, denke ich, so machen. Traumhaftes InDesign. Jetzt müssen wir natürlich das schön machen noch. Das ist wieder das hier. Okay, dann nehmen wir hier das Tischchen. Dann holen wir uns da auch das Helle. Bei den Stühlen gab es das ja nicht, ne? Ja, gab's. Ah, da würden aber auch die gelben passen. Komm, dann machen wir hier den gleichen Innenausstatter quasi. Brauchen wir noch ein paar mehr Lampen rein. Ich mag das gern hell, ja. Ihr wisst das. Im Krankenhaus ist es okay, oder? Im Krankenhaus passt das dann auch. Dann machen wir das hier so ein bisschen dazu. Dann ist das so ein bisschen hier der Arztbereich. Und dann brauchen wir natürlich noch Pflanzen. Nicht nur für die frische Luft, sondern... Ah ja, die sind auch gut. Die gibt es auch mit Gelb. Sondern auch für das Auge natürlich. So. Und da ist, glaube ich, so ziemlich der einzige Raum, wo man so weit sich vorstellen kann, dass das sogar halbwegs echtes sind. Und das ist natürlich auch sehr schön hier, ja. Und wenn ihr es nicht mögt, dass hier echte Pflanzen drin sind im Krankenhaus, dann ist es für euch eine Plastikpflanze. Wie ich letztes Mal schon gesagt habe, die Pflanzen sind ja eh nicht echt. In Sims, das sind ja Pixel. Pixellampen. Ja, das ist dann zur Orientierung hier. Ja gut, da hinten ist ein bisschen blöd. Ich finde das ganz schön. Wieso nicht da ein paar Hängepflanzen hängen lassen, wenn wir dann eh schon im Wald so sind und das so ein bisschen pseudomäßig machen. Finde ich ganz schnucklig. Machen wir es so. Hier können wir jetzt aber die Magazine machen. Ja, das ist jetzt wieder nicht Magazin, sondern das ist jetzt Mager. Hier, da ist es. Stapel. Die heißesten Ärzte des Jahrhunderts hier. Nehmen wir das mit rein.
Ist doch nicht schlecht. Und wir brauchen jetzt natürlich hier nur einen Computer, ne? Das ist klar. Weil der ist fürs Gameplay dann auch wieder wichtig. Und da können wir auch diesen modernen hier nehmen, natürlich. Diesen Glas-Ding. Hat nichts mit Joghurt zu tun. Machen wir das auch. Die Fenster würde ich, glaube ich, nicht zuhängen in dem Fall. Weil die so eine schöne Dynamik haben und die dann zuzuhängen. Die Breite ist auch relativ schwierig, so breite Vorhänge. Haben wir gar nicht so viele. Vielleicht können wir auch noch. Das könnte man noch probieren. Ich muss mal gucken, ob die passen müsste eigentlich. Die aus Großstadt leben, die sind relativ schmal am Rand. Die Schlaufen. Dinger. Boah, scheiße, haben wir viele Packs mittlerweile, wa? Die sind zu tief. Aber die mittleren müssten eigentlich gehen, ja. Ja, die gehen ganz gut. Dann machen wir die weißen, ne? Aber da gibt es auch gelb, ist auch nicht schlecht. Hat was. Weil gelb haben wir jetzt so ein bisschen als Leitfarbe. Let's do this hier. Let's do this. Uiuiui, das beißt sich ein bisschen mit dem B-Stein, ne? Gleich macht die doch weiß. Muss nicht alles gelb sein, was glänzt. Dummer Spruch, ich weiß. Okay. Ich darf ja wohl noch ein bisschen blödeln hier, wa? Guck mal, das gibt's auch mit Gold hier. Na, das hier, das nochmal. Würde ich das aber auch eher so machen, dass wir das nicht mit dem... Ja, das mit dem Türkis passt da gar nicht rein. Was haben wir da noch für Farben eigentlich? Da habe ich auch noch nicht geguckt. Ah, da gibt's auch wieder die, okay. Ja, da fand ich das Blaue eigentlich nicht so schlecht. Oder das Weiße hier, oder das Schwarz-Weiß. Auch schön. Lass uns das nehmen. Okay. Ist auch ein Schwarz. Auch nicht schlecht. Vielleicht haben die den Schwarzen gekauft, damit der nicht geklaut wird. Dann wissen sie gleich. Ah, du hast meinen Stuhl hier also, wa? So. Hast meine Abteilung geklaut. Aber so finde ich gar nicht mal so verkehrt hier. Das hat schon was. Hier muss man schon sagen. Was könnte man denn hier noch machen? Ich würde, glaube ich, doch den Schrank, I'm so sorry, aber ich würde den Schrank doch gerne austauschen, weil wir haben überall diese schönen modernen Schränke und da würde ich die auch gerne hier nehmen. Die machen wir auch. Das machen wir auch. Und ich bin jetzt am Überlegen, ich würde den, glaube ich, dann doch hier mittig reinsetzen, dass man da auf jeden Fall hier die hohen Schränke auch nochmal drüber setzt. So, und dann hat man da so eine Art Garderobenschrank oder irgendwas, ne? Die können wir ja gerne auf die Türhöhe dann hängen auch. Und das können wir da gern lassen. Ich würde das auch vielleicht, kriegen wir das hin, dass wir das hier noch rüber setzen. Weil dann könnte man hier nochmal dieses schöne Waschbecken, was wir hier hatten auch. So ein kleines Waschbecken da reinsetzen. Und dann passt das auch besser mit den mit dem Desinfektionsspender, den wir dann natürlich auch da reinsetzen können. Ja, eigentlich haben wir ja hier draußen auch nochmal so ein bisschen die Vorbereitung und da ist ja auch im OP dann überall eins, aber hier würde ich gerne nochmal ein eigenes haben. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Dekospiegel und dann noch Handtücher, ne? Oder was brauchen wir noch? Schreibt es mir mal gerne. Auch erst so einen schlichten Spiegel nehmen. Und hier an die Wand würde ich dann gucken, dass wir dann auch diese da nehmen und da dann Handtücher reinsetzen. Das müsste eigentlich auch noch gehen hier. Dass man hier so eine Reihe macht. Don't hau your Kopf an. Das drücken wir ein bisschen rüber. Und das gehen wir ein bisschen zurück hier noch. Und damit gehen wir ein bisschen zurück hier. Ja, dann ist das nämlich ausgeglichener, finde ich. Okay, das Ding auch in der Mitte ist gut, könnte man auch hier verschieben zu dem oder so. Und jetzt holen wir uns da noch, ja, so Schweißtücher eher sind das ja dann, ne? Das ist dann eher so ein, wie heißt das mal, für Fitness so ein Handtuch, ne? Nicht wirklich fürs Ding irgendwie, ja, fürs Duschen meine ich, sondern fürs Fitness. Da gibt es überall Handtücher, ja, überall gibt es hier genug Handtücher. Alles frisch und sauber aufgefüllt. ja, und hier können wir dann noch ein bisschen Getränketablett, ist auch nicht schlecht, ne? Wollen Sie was noch trinken, während Sie hier laufen? Nein. Na gut, dann halt nicht. Okay, hier ist die Akte dann auch mal wieder so.
Alte Fotoschachtel, nicht die Oma, was? Nee, deine Oma. Nicht die Oma, nicht die Mama hier. Ja, der arme Arzt hier, der hat ja bald keinen Platz mehr dann. Das ist ein bisschen doof. Wir haben auch gar kein Ärztezimmer oder so oder irgendwas. Also so, natürlich Mitarbeiterraum, das haben wir schon, aber das ist jetzt nicht wirklich zum Arbeiten, sondern eher zum Entspannen oder so. Und dass da nur Akten dann rumfahren, das finde ich ein bisschen komisch. Aber wir haben kein zum Büro, meine ich, ne? Aber es hat halt keine Funktion in diesem Spiel. Aber diesen Aktendinger würde ich ganz gerne nochmal irgendwo anders hier nochmal unterbringen wollen. Und dann holen wir jetzt nochmal genau diese Tupfer und so ein bisschen. Irgendwie so ein bisschen was Medizinisches. Zeigen Sie mal Ihre Augen, machen Sie mal den Mund auf. Machen Sie mal den Mund auf, damit ich Ihre Augen sehen kann. So irgendwie, ne? Dann machen wir das hier mal in den Lüfter hier. In die Lüfter hier, damit das hier nämlich an der Stelle ist, wo ich dort gern hätte hier. Genau. Kann man dann die Augen anklotzen. Und ja gut, da hätte jetzt auch die Lampe eigentlich dann gut gepasst. Wenn das so für die Augen hier ist auch, dann wäre das eigentlich gar nicht so schlecht hier. Oder? Braucht man da eine Lampe, um die Augen reinzugucken? Kann man ja dann ausmachen, wenn man fertig ist. Sonst blendet die ja beim Sehen. Wenn alle als blind deklariert hier. Wenn sie da rauskommen, dabei das Licht geblendet in der Ecke. Dass man da mal irgendwie dann reinguckt und sagt, ah, sie haben ja hier komische Knubbels auf den Augen. Okay. Ja, hier noch ein bisschen an den Rand, damit die Füßchen da nicht verquetscht werden, wenn da jemand reinstürmt zur Tür. Aber so finde ich das mal ganz angenehm, oder? Also hier würde ich mich auch wohlfühlen. Was ist mit dem Fenster schon wieder? Habt ihr das auch manchmal, die Fenster? Muss man immer einmal angrapschen und dann wieder loslassen, dann geht's wieder. Ja. Ja, stellt euch das mal als Tutorial vor. Habt ihr Probleme, dass die Fenster manchmal geschlossen sind? Habt ihr wieder viel rumgebaut hier? Einfach mal einmal angrapschen und wieder gut ist. Boah, wie schön der aussieht hier. Aber das ist richtig krass mit dem Licht auch, ne? Wow. Okay. Leute, das war's für heute. Wir sind am Ende. Heute haben wir den Röntgenraum ausgewählt und den Cardio-Fitness-Raum hier plus Augen-Optiker-Ecke ausprobiert. Ihr kommentiert gerne, wie ihr das findet. Nächstes Mal geht's weiter mit diesem Krankenhaus oder natürlich jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Ganz viel Spaß dabei. Bis dann, macht's gut. Ciao.